Hallöchen. Hi. Was machen Sie hier Schönes? Ja, wir sind von Alba und wir unterstützen unseren Kooperationspartner Wir Berlin, ja, die hier zusammen mit dem Christopher Street Day für Ordnung ein bisschen sorgen wollen. Wir haben hier die Anti-Littering Area und unter anderem geht es uns darum, die Kronkorken einzusammeln, die eben hier in die Natur geworfen werden. Ja, seit wann machen Sie das schon? Oder setzen sich für Umwelt ein oder sowas? Genau. Also die Wir Berlin kann ich gar nicht so genau sagen. Wir sind von Alba in der Stadt ja schon sehr lange als Traditionsunternehmen im Einsatz und entsorgen die Wertstofftonnen. Ja. Und Kronkorken sind eben ein Verpackungsbestandteil aus Weißblech, gehören eigentlich in die Wertstofftonne. Ja. Und deswegen fühlen wir uns für die ein bisschen zuständig. Das heißt, man kann das recyceln, ist ja. Rohstoff? Genau. Das ist ein Wertstoff, den man wirklich gut und zwar fast zu 100% und ohne Qualitätsverluste immer wieder recyceln kann. Deswegen haben Sie in der Umwelt nichts verloren, ja, sondern besser in unseren Wertstofftonnen, ja, oder in unseren Kronkorkentonnen, die wir jetzt in Kooperation mit Wir Berlin extra zum Sammeln von Kronkorken gefertigt haben. Geil. Und das ist jetzt ein Magnet. Ich habe den bei Magnetanglern schon öfter mal in der Spree gesehen. Dient auch hierfür? Genau. Einfach ein starker Magnet. Damit kann man dann die Dinger vom Boden aufklauben, ohne da ewig im Boden rumwühlen zu müssen. Toll, finde ich das. Macht sogar irgendwie Spaß. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht finden Sie ja noch mal was anderes dazwischen. Keine Ahnung. Ja, ganz genau. Irgendwelche Wertschätze. Genau. Vorne ist dieser Anti-Littering-Bereich. Was? Da informiert Wir Berlin über alles, was die sonst noch so machen. Da steht noch unsere Kronkorken-Tonne. Okay, cool. Vielen Dank. Da werde ich dann mal vorbeigehen. Ich würde jetzt noch mal so ganz kurz, wie Sie das, den Haufen da so... Ja. Bereit? So. Ja, ich bin bereit. Ich gehe mal ganz nah hier runter. Geil. Ah, ist auch ein bisschen befriedigend dazu zu gucken, ne, wie sich das hier... Ich danke euch von Herzen. Alles Gute. Dankeschön.